herzlich willkommen zu Maikes Rappelkiste. Also wenn ich mich hier so umschaue, sieht es heute ganz schön musikalisch bei mir aus. Ob die Rappelkiste wohl eine Musiküberraschung für mich bereithält? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, oder? Wow! Wisst ihr, was das ist? Eine kleine Geige! Was haltet ihr davon, wenn ich euch mal was vorspiele? Aufgepasst! So schön? Soll ich euch was verraten? Eigentlich kann ich gar nicht Geige spielen. Habt ihr vielleicht gemerkt? Dabei ist es ein so schönes Instrument und eigentlich weiß ich gar nichts darüber. Ist das eigentlich wirklich eine Geige oder eine Violine? Ich habe beides schon mal gehört und weiß ehrlich gesagt nie, was ist jetzt eigentlich richtig Geige, Violine? Also eigentlich kann ich euch gar nichts darüber erzählen jetzt. Aber wisst ihr was? Ich kenne jemanden und die kann uns, glaube ich, ganz viel darüber erzählen. Die hat nämlich einen kleinen Freund und der ist sogar schon mal in eine Geige reingefallen. Ganz ehrlich, soll ich die mal rufen? Okay, wartet. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo Maike. Du sag mal, hast du denn den Pit auch mitgebracht? Nee, du, der macht gerade Urlaub auf Pudel Paul. Aber ich soll dir flohstarke Grüße von ihm ausrichten. Ach. Und ja, ich habe hier die Karte von ihm für dich dabei. Das ist ja lieb. Gegeben. Ah, danke schön. Grüße von Pitt, dem kleinen Flo. Das ist ja schön. Ja, vielleicht kannst du mir ja auch weiterhelfen. Eigentlich wollte ich den Pitt fragen, weil er ja quasi Profi ist. Ich hatte heute in meiner Rappelkiste eine kleine Geige, Violine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, wie es heißt. Ist es jetzt eine Geige oder eine Violine und wo ist eigentlich der Unterschied? Und überhaupt spielen kann ich es mal schon gar nicht. Also erstmal, es gibt gar keinen Unterschied. Eine Geige ist eine Violine und eine Violine ist eine Geige. Ach so. Ja, es gibt zwei Namen. Okay. Es gibt ja auch noch größere Streichinstrumente. Danach kommt ja noch die Viola. Die hat auch zwei Namen. Die heißt Bratsche und Viola. Ach, habe ich auch tatsächlich schon beides gehört. Ja, ist etwas größer. Und dann gibt es ja noch das Cello und dann den dicken, fetten Kontrabass. Mhm, genau. Und ich habe den Kindern schon erzählt, der Pitt ist ja mal in eine Geige reingefallen. Magst du uns vielleicht was dazu erzählen? Ja, das war wirklich was. Also man muss dazu sagen, Pitt ist ja schon lange mit mir befreundet und er hat mir so das ein oder andere Abenteuer mir ins Ohr geflüstert. Und ich habe das dann aufgeschrieben für die Kinder. Das Tastenabenteuer und das Streicherabenteuer. Mhm. Und er hat sich halt einmal in einen großen Konzertsaal einschmuggeln lassen. Dort hat er dann Tara, die Spinne, getroffen und die ist so die weise Eule in der Geschichte und die kennt sich gut aus. Ja, und während dieses Abenteuers fällt Pitt in eins dieser F-Löcher. Wenn ihr mal genau schaut, das ist tatsächlich ein geschwungenes F. Also ja. Wenn ich das richtig verstehe, ist dein Buch nicht nur unterhaltsam, sondern man lernt auch noch sehr viel daran. Ja, und das ist so praktisch. Weil ich wollte kein Sachbuch schreiben, ne? Weil bei Sachbüchern denkt man so, oh Gott, das ist ein Sachbuch, ne? Ne? Aber ich will, dass man im Grunde genommen, dass es ein Abenteuer ist, dass es spannend ist, dass es lustig ist. Und dass man natürlich auch noch was bei lernt. Aber wie gesagt, auch, dass man viel Spaß hat. Und das haben die drei auf jeden Fall. Das sieht so aus, ja. Aber das ist ja auch noch nicht alles, denn man kann Pitt ja tatsächlich auch auf YouTube kennenlernen. Magst du uns was zu deinem neuen YouTube-Kanal erzählen? Ja, also irgendwann hat Pitt es nicht mehr gereicht, dass ich nur Bücher über ihn schreibe. Er hat gesagt, wie wär's denn mal so mit Bewegtbild? Und dann habe ich gesagt, wunderbar. Nein, ich bin ja auch selber Musiker. Mhm. Ich spiele Klavier.
Geige kann ich leider nicht spielen. Ach, schade. Ja, es würde genauso klingen wie bei dir. Und ich finde Musik total wichtig. Für große und kleine Menschen ganz wichtig. Und deswegen dreht es sich bei mir auf meinem Kanal rund um die Musik. Und da gibt es eine Special-Folge mit Pit. Sehr spannend. Ich kenne die Folge schon. Ich verlinke euch die hier oben. Könnt ihr ja mal einen Blick reinschmeißen. Flo im Ohr TV heißt der Kanal. Mhm. Ich würde sagen, da schauen wir einfach mal rein, gerne, oder? Flo im Ohr. Flo im Ohr, yeah. Flo im Ohr, Flo im Ohr, yeah. Hallo, da seid ihr ja. Ach, ich bin ja so aufgeregt. Endlich kann ich euch von meiner zugegebenermaßen ungewöhnlichen Freundschaft mit Pit, dem Flo, erzählen. Hilf mir doch mal. Na endlich. So geht's. Huhu. Darf ich vorstellen? Das ist Pit. Der berühmteste aller Flöhe. Ah. Wow. Ist ja Flo stark. Sing mit, tanz mit, komm und sei auch du dabei. Sing mit, tanz mit und fühl dich mal ganz frei. Sind wir jetzt ganz gespannt. Und ganz Ohr. Alles ist möglich, erzählt Herr Blei. Manchmal, wenn er nachts noch fleißig ist und eine Violine repariert, dann erscheint ihm auch schon mal der Geist von Antonio Stradivari. Stradivari? Oh, der berühmteste Geigenbauer der Welt. Ich bin Pit, der Zupfkastenbaumeister. Yeah! Also erstmal brauchen wir einen stabilen Pappkarton. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich habe gehört, hier kommt man ins Fernsehen. Entschuldigung. Ja, hau mal in die Tasten, Simone. Und hepp. Die standen einfach hier rum? Ja, wunderbar. Ich bin nämlich Musikexpertin. Ein flohstarkes Hallo! Ja, ich bin heute hier in Köln auf der Didakta. Auf geht's zur Livebühne von kindermusik.de. Hier macht gerade Kindermusik aus Denker 12 so richtig Stimmung. Aber jetzt nochmal ein richtig. Das Ganze heißt Gukimuiku. Mit Keks im Mund sensationell. Gukimuiku. Es kann vielleicht nicht jeder auf einer Maultrommel spielen, doch kennt ihr sicherlich den Spruch, jeder Mensch kann singen. Viva Wackelzahn, 12 neue Kinderhits, Quietschfidel und Kunterbunt. Als ich gehört habe, dass in Trier im Pianohaus Markus Hübner eine Kinderveranstaltung stattfindet, die heißt Der kleine Klavierbauer, habe ich mir gedacht, da fahre ich für euch hin und berichte darüber. Was war zuerst da, das Klavier oder der Flügel? Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ein Kind ins Klavier brüllt, dann um zu zeigen, dass man allein mit seiner Stimme die Saiten zum Schwingen bringen kann. Mein kleiner Freund Pit hat sich das für euch in seinem Tastenabenteuer schon mal genauer angesehen. Ich üb noch. Und fühl dich mal ganz frei. Das ist ja wie im Klangparadies hier. Ja, Mensch, Simone, hör mal, das ist total klasse. Ich freue mich, dass du uns so viel dazu erzählen konntest, denn sonst wäre das heute echt eine langweilige Folge für die Kinder geworden. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nochmal Fragen zum Thema Musik habe, wenn ich auf dich zurückkommen könnte. Ja, gerne. Und ich weiß ja, dass du auch noch einen Kanal hast, Musik mit Maike. Und ich denke mir mal, dass Flo im Ohr TV auch diesen Kanal mal besuchen wird. Oh, das klingt natürlich spannend. Das verlinke ich euch dann natürlich auch noch. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Flo im Ohr. Flo im Ohr. Kommt jetzt alle mit und Zauberwelt, Musik und Melodien mit dem kleinen Held. Flo im Ohr.
tanzen, klatschen und auch musizieren. Hier erfahrt ihr alles, wie Töne funktionieren. Flo im Ohr, Flo im Ohr. Simone, wo du noch hier bist, hast du vielleicht Lust, die flohstarken Grüße noch für die Kinder zu schreiben? Ach, das ist eine gute Idee. Ja, dann mache ich doch da mal mein Autogramm drauf. Und wenn ihr Interesse habt, die Karte von Pitt und Simone zu bekommen, dann schreibt doch einfach unten in die Kommentare, warum gerade ihr diese Karte haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück seid ihr die Gewinner und ich schicke die Karte zu euch nach Hause. Und der Violinschlüssel darf natürlich auch nicht vergessen. Natürlich. Sehr schön. Vielen Dank. Und ich drücke euch die Daumen.